Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ja, ist immer was los. Der König und die Königin, sie genießen ihre Liebe. Es ist alles so schön und harmonisch. Die beiden können auch mit einer angenehmen Überraschung rechnen und das fühlt sich auch gut an. Der Einzige, was der König nicht möchte, klärende Gespräche zum Führen oder etwas klar und deutlich erkennen, anschauen. Er versucht es jetzt zu verdrängen. Die Königin fühlt sich zwar etwas kraftlos und müde, trotzdem ist der Tag schön und harmonisch. Der hübsche Prinz und die schöne Prinzessin, sie sind zusammen und sie genießen auch ihre Liebe. Im Allgemeinen kann man sagen, dass im gesamten Königsreich herrscht Ruhe und Harmonie. Und in einer rechtlichen Lage wird auch alles in Ordnung gebracht. Aber ein Feind nähert sich und versucht, Lügen zu verbreiten, macht Intrigen und neigt dazu, andere Menschen zu betrügen. Und mit dieser Gefahr können wir schon rechnen. Das ist Ungerechtigkeit. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Die beiden Lichter Sonne und Mond stehen in Harmonie. Mars und Venus bilden sich eine Konjunktion. Es ist eine schöne Liebesenergie. Auch ein guter Uranus-Einfluss auf die Mondbewegung, das kann dafür sorgen, dass eine angenehme Überraschung kommt. Jupiter und ein rückläufiger Saturn bilden sich ein Halbsextil, das ist eine Unterstützung in einer rechtlichen Lage, aber nähert sich einem exakten Jupiter-Neptun-Quadrat und das ist Betrug, Intrigen, Lügen. Und damit können wir rechnen, alles ist schon in Orbis-Bereich und das heißt, es ist jetzt schon wirksam. Mars bewegt sich in seiner Umlaufbahn in weitester Punkt aus der Sonne ausgesehen. Das verlangsamt alles. Wir haben auch das Gefühl, wir sind müde, erschöpft, kraftlos. Wir wissen nicht, in welche Richtung sollen wir unsere Kraft einsetzen. Und was die Männer betrifft, sie wollen etwas nicht sehen und sie meiden klärenden Gesprächen gerade. Und das war die Quelle für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.